So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays in Mount & Blade mit Feuer und Schwert. Und wir haben das letzte Mal hier schon drei Fürsten der Schweden überzeugt. Hier sind zwei. Die hatten hier gerade einen Feldzug vorgehabt. Und da habe ich überlegt, ja, komm, wenn wir hier sowieso gleich in der Nähe sind, dann können wir uns gleich mal mit denen unterhalten. Und wir konnten beide überzeugen. Also ich denke, es hat schon was damit zu tun, inwieweit man denen vorher zuhört und wie weit man dann auch auf deren Wünsche und Bedürfnisse eingeht. Und ja, das sollte man sich dort gut durchlesen. Ich bin froh, wir konnten beide überzeugen. Und das stärkt natürlich unsere Chancen hier, früher oder später. Trupp von Ratsherr Alexander Leslie, auch den würde ich gerne sprechen. Verhältnis 39, das spricht schon mal für uns. Außerdem hatten wir mit dem einen ja auch nur eine Beziehung von 10. Auch das hat mich beeindruckt, dass es funktioniert hat. Ich hörte, dass König Karl Gustav euch das Dorf Kolomak bei Tschernihiv als Lehen gewährt hat. Hoffen wir, dass ihr der Gunst unseres Fürsten tatsächlich wert seid. Habe ich nie bekommen, das Dorf, aber gut. Ihr könnt gegen uns kämpfen, doch wird euch das viele Mannen kosten. Und am Ende verliert ihr doch. Ergebt euch und erspart uns alles das nutzlose Blutvergießen. So, mit den Kommandanten, mit denen man sehr gute Beziehungen hat, kann man auch sagen, dass wir dieses Gefecht vermeiden wollen, weil Freunde ja nicht gern gegeneinander kämpfen, aber auch ihn wollen wir überzeugen. Das sieht Unbill auf. Es würge schwer, so wollte ich meine Treue gegenüber König Karl Gustav für null und nichtig erklären und die Bande kappen, die unser Land vor der Gesetzlosigkeit bewahren. Doch bin ich auch der Legitimität der Nachfolge verpflichtet und der Anspruch von Ex-Königin Christina ist nicht von der Hand zu weisen. Ich fühle, dass ich tun muss, was zum Besten des Landes ist. Ich wünsche nicht, dass es von Bürgerkrieg und feindlichen Überfällen verzerrt wird. Ich habe schon einiges gehört, das für euren Thronanwärter bespricht, doch bin ich nicht überzeugt. Das klingt nicht gut. Manche sind dann doch etwas voreingenommen. Wer will Bürgerkrieg vermeiden? Im Namen der Gerechtigkeit, Ex-Königin Christina wird seine Untertanen weit besser behandeln als König Karl Gustav. Nun gut, ich finde eure Argumente bedingt überzeugend und eure Gründe sind klar. Obendrein habe ich für euch persönlich den größten Respekt. Oh, das klingt eigentlich ganz gut. So sei es. Meine erste Pflicht gilt diesem Land und auf das es nicht in Gesetzlosigkeit falle, will ich Ex-Königin Christina unterstützen und König Karl Gustav die Gefolgschaft aufsagen. Möge der Himmel mir vergeben, wenn ich mich irre. Gebt euch zu Twer. Hervorragend, wir haben jetzt hier drei von vier Kommandanten überzeugt. Und dann haben wir hier noch diesen Wernicken. Und auch mit dem reden wir. Auch da haben wir Verhältnis 31. So, ja, der sagt uns auch, dass wir ein Lehen erhalten haben. Das geht ja gar nicht mehr. So, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schwor König Karl Gustav als rechtmäßigem Herrscher die Treue, doch wenn er der Rechtmäßige nicht ist, fühle ich mich daran nicht gebunden. König Karl Gustav hat mich stets unanständig behandelt, doch dass er Ex-Königin Christina Unrecht tat, ist wahr. Ich zögere, König Karl Gustav meine Gefolgschaft aufzukündigen, aber Ungerechtigkeit will ich auch nicht unterstützen. Ich habe schon einiges gehört, was für den Thronanwärter spricht. Viel Lust habe ich nicht, mit Leuten wie Ratsherr König von Hans von Königsmark zu kämpfen, die wegen ihrer Grausamkeit verschrien sind. Im Namen der Gerechtigkeit, Ex-Königin Christina wird seine Untertanen weit besser behandeln als König Karl Gustav. Nun gut. Ich respektiere eure Argumentation und eure Gründe sind klar. Obendrein habe ich für euch den größten Respekt. Auch das klingt ziemlich gut. Also gut, ich glaube, eure Frau gebe eine gute Herrscherin ab. Ich bin mit euch. Ich glaube, eure Frau gebe einen guten Herrscher ab. Das ist aber gar nicht meine Frau. Tja, das stimmt nicht so recht. Auf der anderen Seite, naja, warum nicht? Ich bin mit euch. Das Schöne ist, wir haben wieder einen überzeugt. Und ja, wir haben gerade einen ganzen Feldzug aufgelöst, der Schweden. Vier Fürsten überzeugt. Hervorragend. Dann reite ich jetzt nochmal nach Narva und einen letzten Rundgang mache ich noch und dann geht es erstmal wieder zurück. Hier haben wir niemanden. Eriksen, den konnten wir nicht überzeugen. Ich glaube auch nicht, dass wir das nochmal probieren sollten. Aber wir haben jetzt, dadurch, dass wir die ganzen überzeugt haben, haben wir wieder eine weitere Siedlung bekommen, nämlich Festung Dorpat ist in unserem Besitz. Hier haben wir noch Grunde Hemfett. Will ich mit dem reden? Komm. Probieren wir's.
Fürst Wilhelm der Siebte, ich dachte doch immer schon, dass ihr Verrat an König Karl Gustav übt. Nun zeigt sich, dass ich richtig lag. Ich hoffe, ihr seid auf den Tod eines Verräters gefasst. König Karl Gustav hat mir meinen Anteil nie gegeben, daher sehe ich nicht, dass ich ihm etwas schuldig wäre. Allerdings ist Ex-Königin Christina vermutlich auch nicht besser, während König Karl Gustav sich immerhin bewiesen hat. Sagt mir also, warum ich einen Bastard verraten sollte, den ich kenne, um einen Bastards willen, der mir fremd ist. Oh, der hält aber nicht viel von den Leuten. Ich glaube, mit Gerechtigkeit sollten wir dem nicht ankommen. Aus Eigennutz. Ex-Königin Christina wird seine Anhänger reichlich belohnen. Erzählt ihr womöglich jedem etwas anderes, ja, nach dem, was der Betreffende hören will. Nun gut, eure Argumentation überzeugt mich nicht, aber eure Gründe sind klar. Ich glaube, ich kenne und respektiere euch. Ich sage nein. Euer Welpe, Ex-Königin Christina, ist nicht das, was es braucht, um dieses Reich zu regieren. Ich bleibe bei König Karl Gustav. Könnte dieses Gefecht nicht vermieden werden? Ich möchte nicht mit euch kämpfen. Aha, aber mir liegt daran, mit euch zu kämpfen. Das wird nicht ganz einfach werden. Das wird nicht einfach. Ich denke, wir müssen uns in der Schlacht dann zurückziehen. Oh, die Helden. Die Helden. Aber vielleicht hat er auch nur Milizen dabei. Können wir uns anschauen. Erstmal haben wir hier den General getötet. Helden mir nach. Ich muss jetzt hier ein bisschen taktisch vorgehen. Er hat aber fast wirklich nur Milizen. Okay. Gegen die Milizen habe ich tatsächlich was. Nämlich ein paar schöne Knallbonbons. So. Mittlere, große Granaten. Ja, die große Granaten, die sind besser, okay. Es sind ja wirklich fast nur Infanteristen erstmal. So, ich denke, da könnte sich das echt lohnen. Oh ja, das lohnt sich. So, und wie sich das lohnt. Den machen wir fertig. Der traut sich ja was. Und das hat, er hat nur Milizen hier und die fliehen natürlich sofort. Ihr entkommt nicht. So, die erste Welle da wäre damit geschafft. Er hat auch wirklich nur Milizen dabei. Das ist unser Vorteil. Fliehen die schon wieder? Nee, die fliehen nicht. Doch, teilweise fliehen die schon wieder. Okay, aber das erspart uns natürlich vieles. Ich glaube auch, dass es die Moral ganz deutlich senkt, wenn wir hier mit derartigen Granaten hantieren. Oh, die sind alle. Okay. Oh, jetzt kommen die Leibgardisten. Das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Aber hier flieht wieder. Ja, die Hälfte flieht aber schon wieder. Also die Granaten scheinen ganz schön die Moral zu brechen, wenn man das richtig jetzt sieht. So. Schade, dass man hier nicht irgendwie noch so eine Übersicht hat wie in Mountain Blade Warband, wo man genau sieht, wie viele Feinde man niedergerungen hat. Ja, aber die verfolgen mich, oder? Sieht so aus. Ja, die sind noch nicht, die haben noch nicht aufgegeben. Bei Leibgardisten müssen wir aufpassen. Wir machen die Armee ganz allein mit unseren Helden platt. Müssen wir aufpassen. Aua. Gefährlich.
Mist. Na gut, aber wir haben wirklich sehr, sehr viele hier getötet. Es sind noch 51. Okay, die können wir auch nochmal kämpfen. Machen wir uns hier ein bisschen was raus. So. Männer stehen geblieben. Hier ist die Königin. Okay, die Helden sollen mir mal folgen. Oder zumindest mir nach. So, sind wenig Leibgardisten dabei, aber wir müssen aufpassen. Okay, die schießen aber alle auf jemand anderen. Ein paar haben wir noch. Ja, das geht mit Granaten. Aber die brechen anscheinend ziemlich eindeutig die Moral. Und ich glaube, die Königin, das ist ja die Einzige, die jetzt hier noch lebt, von den Helden, die anderen sind verwundet, die kommt deswegen nicht mit, weil wir die noch nicht als Gruppe 4 zugewiesen haben. Boah, ich habe ja wirklich die ganze Armee fast im Alleingang jetzt hier fertig gemacht. Wir machen keine Gefangenen. So, das hier ist quasi der Stoßhit. Gute Arbeit, Männer. So, den hätten wir. Und den nehmen wir jetzt auch gefangen. Vielleicht unterhalten wir uns mit dem mal im Kerker bei uns. Schwert. Das kann man mitnehmen. So. Und Feder ist aufgestiegen. Sehr schön. Arvid Wittenberg. Der Frange, den konnten wir nicht überzeugen. Hören das mal ab. Richtig Frieden schließen können wir mit den Schweden auf alle Fälle nicht mehr. Bin ich mir relativ sicher. Okay, erstmal in die Heimat. Ich habe ja auch alle Fürsten nach Tver geschickt, da müssten wir also jetzt einige finden. Ja. Da haben sich einige einquartiert. Oh, die haben moskowische Reiter. Stehen bleiben! Kämpfen wir mal kurz. Und unsere Helden nehmen wir mit. Hau mit. Können wir mal schauen, ob die es auch alleine schaffen. Kleines Experiment. Das sind ja wirklich nur ein paar Rebellen. Lassen wir die mal vor. Sind alle auf Pferden. Haben alle irgendwie eine gute Ausstattung. Gucken wir uns mal an. Naja. Wir wurden jetzt aber ziemlich schnell zusammengeschossen. Das war nicht so gut. So, die übernehmen wir. War der einzige Grund, warum ich dies verfolgt habe. Okay, dann kommt die erstmal noch zu den Helden. Perfekt. So, und in Moskau kriegen wir vielleicht eine gute Rüstung für sie.
Und werden auch erstmal überfallen. Treffen nicht wirklich gut. Sehr schön. Wie können wir denn hier auf offener Straße überfallen werden vor dem schönen, vor der schönen Kirche? Hallo? Und ich wollte eine Rüstung kaufen. Ärgert mich jetzt. Ich hatte mal so gute Rüstungen mit dabei. Die habe ich alle wieder verkauft. Die besten Rüstungen gab es nur mal in Königsberg. Und mich da einzuschleichen wird nicht einfach werden. Na, reiten erstmal nach Zwer. Vielleicht haben wir hier noch was Besseres. Ja, die haben ihre Waren schon wieder verkauft, weil ich hatte ja vor einiger Zeit mal einiges mitgenommen. Komm, das verkaufen wir jetzt hier. Den Inventarplatz leider. Was für ein Buch lesen wir denn eigentlich aktuell? Wir lesen. Was haben wir gelesen? 100%. Haben wir auch gelesen? Ich glaube, wir haben teilweise Bücher gekauft, die wir schon gelesen haben. Kennen wir ja schon alle. Wundbehandlung, Chirurgie, wenn im Inventar. Ich meine, das bringt mir jetzt halt auch nichts mit der Wundbehandlung und der Chirurgie. Weil, ja. Wir haben ein besseres Truppenmitglied. Eigentlich brauchen wir die Bücher nicht. Eigentlich können wir die wieder verkaufen. Ja, die haben wir ja gut gefüttert hier. Dann verkaufen wir die Bücher mal. Zumindest hier Wundbehandlung und Chirurgie. Brauchen wir nicht. Das spart ein bisschen. Was? Und wir kriegen 3000 Taler immerhin wieder zurück. So, hier haben wir mittlerweile auch was angespart. Nur noch 14.000 Taler. Ja, dann nehmen wir mal ein bisschen was mit. Wir können unser Geld auch nur noch für 20, für 18% monatlich hinterlegen. Ist ja merkwürdig. Na gut. Das waren mal 20%, wenn ich mich recht erinnere. Hat sich irgendwas verändert. So, mal bis auf die 2,5 Millionen runter. Das soll ja ausreichen. 175.000 Taler. Und dann gehen wir in die Fürstenhalle. Und hier müssten sich ja jetzt doch einige schon versammelt haben. Hier unsere Fürsten, die überzeugen konnten. Hallo. Ich möchte einen Feldzug starten. So. Red Kino ist aber eigentlich mein Dorf, ne? Hey, warum Red Kino? Ach so, das muss ja nicht unbedingt Ihnen gehören, das ist ja mein Dorf. Mal gucken, da müssen Sie auch wieder ein bisschen was gesammelt haben. Ne, Akte kriegen wir keine Steuern. Wir warten mal bis zum Tag, okay. Und dann gehen wir ins Dorfzentrum und suchen den netten Herrn. Na, wo versteckt er sich? Hier ist niemand. Haben wir hier jemanden? Nö, das war niemand. Wo ist der?
Keiner. Muss ich noch ein bisschen warten, weil wir haben ja aktuell Nachmittag. Ne, eigentlich müssten wir ihn hier bekommen. Eigentlich müssten wir ihn locker finden. Wo versteckt sich der Kriminelle? Wo versteckt er sich? Müssen wir was suchen. Jetzt steht nicht in diesem Haus verstecken, oder? Nö. Merkwürdig. Die ist nicht da. Die ist nicht da. Ah, da hinten. Nee, das ist ein ganz normaler Bürger. Oder? Normalerweise entfernen die sich nicht so weit. Ja. Sehr merkwürdig. Aber der ist nicht da. Dabei habe ich jetzt alles durchsucht. Ich bin einmal um die ganze Stadt rumgeritten. Ich tauche mal einen anderen Tag nochmal auf. Denn so groß ist die Stadt ja auch nicht. Nö. Der ist nicht da. Gut. Dann will ich einen Feldzug ausrufen. Wollen wir das machen? Können wir eigentlich machen, ne? Ja, komm, wir rufen den Feldzug aus. Oder will ich dir noch ein bisschen Zeit geben? Ich meine, die bleiben jetzt sowieso hier. Ich glaube, wenn wir die noch eine Weile hier lassen, dann bauen die ihre Armeen vielleicht noch ein bisschen auf. Nicht. Habe ich noch mal ein bisschen Zeit, noch mal ein bisschen über die Karte zu huschen. Dann kann ich jetzt nämlich der Königin hier noch die richtigen Waffen besorgen. Die kann schon in erster Front mitkämpfen. Wenn die ihr Reich wieder aufbauen wird, dann soll sie wenigstens was dazu beitragen. Moskowische Reiter mit, oder? Leibeigener. So, mittlerweile haben wir hier 1700 Mann. Und Fatima ist aufgestiegen, sehr schön. Fedot war unser Speer- und Spurenleser. Vielleicht geht das endlich mal wieder nach oben. Ja, endlich. Spähen und Spuren lesen. Sehr gut. Dann können wir dem auch mal die Reitfähigkeit geben, damit er mal ein besseres Pferd nutzen kann. So. Und Fatima. Du wirst besser im Kampf. Sie mir aus. 154. Na, oh, dauert auch nicht mehr so lange. So, was haben wir hier? Pikenier-Milizionär. Uiuiui, das ist gefährlich. Ehrlich, sowas. So, wir haben ein paar überzeugt. Dadurch konnten wir uns immerhin zwei weitere Festungen zusichern. Pleskau. Reisender. So. Jetzt auch nicht die besten Waffen, die wir hier gefunden haben. Die verfolgen mich. Reiter, 19 Reiter. Ey, das ist gefährlich. Können wir hier eigentlich in das Stadtzentrum gehen? Hier können wir allerdings noch keine extra Truppen rekrutieren. Und diese Reiter, die da sind, die sind mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Und jetzt mal ein paar Söldner noch dazu. Jetzt fast ein bisschen heikel. Ansonsten würden die natürlich eine Menge Erfahrung bringen.
verfolge mich. Sehr gut. Gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir uns hier noch ein paar Söldner und ich glaube, dann können wir die auch angreifen. So, das reicht. Greif ich jetzt mal an. Stehen geblieben. Auch wenn es schwere Kavallerie ist. Probieren wir es. So. Kavallerie hier. Und die Helden hier. So, ich bin mal gespannt. So, da kommen sie. Infanterie zum Angriff. Aber 84 Erfahrung, also es ist wirklich eine gute Erfahrungsquelle hier, diese Elite-Truppen. Die Helden greifen am besten auch mal an. Das ist sogar sehr heikel. Starke Truppen. Starke, starke Truppen. Haben wir noch ein paar Musketen rumliegen? Das ist gerade ziemlich kritisch, muss ich sagen. Die Kugeln. Nicht mehr viele Unterstützer. Oh. Der hätte uns gerade einen schönen Kopfschuss geben können. War's das? Nee, noch nicht. Das ist noch ein Reiter. Sehr gut. Boah, aber die haben unsere ganze Infanterie und Scharfschützenriegel zermetzelt. Gefährlich. Okay, dann reiten wir jetzt mal zurück und sammeln den Feldzug für die nächste Folge dann. Gucken hier nochmal. Hier vielleicht nochmal was Sinnvolles finden. Oh, hier haben wir nochmal einen Zweihandschwert veredelt. 45, 26, 41, 34. Aber das könnte ich mittlerweile sogar nutzen. Und das ist durchaus besser als das, was wir schon haben. Das kostet 12.000, nehme ich mal. 47, 26, 41, 34. Na gut, das hat einen höheren Stoß. Ja, damit können wir auch erstmal kämpfen. Dann riskieren wir nicht, das andere zu verlieren. So, hier brauchen wir jetzt Granaten.
Nur die Rüstung ist wirklich nicht so beeindruckend aktuell. Wenn, dann kaufe ich halt auch gleich eine richtig gute Rüstung. So, ein bisschen Fisch. So, auf in die Heimat, nach Twer. Oh, ein paar Kosaken. Oh, das könnte gefährlich werden. Hier geblieben. Ich glaube, ohne Granaten wird das schwierig. Machen wir mal ein paar. Ja, das wird, glaube ich, schwierig. Neue Verstärkung? Ich glaube nicht. Ne, die fliehen alle. Was haben wir denn dort? Was ist das? So aus. Ja, gut. Aber wenn die alle in den Nahkampf gekommen wären, hätte das gefährlich werden können. Oh, die hatten viele Gefangene. Befreien wir mal alle. Bei dir, Söldner. Ja. Ja, gut. Auf nach Twer. Schön. Ohne Wassersucht. Bleiben wir noch eine Weile hier. So, die haben sie geholt, die Truppen. Dann packen wir die nochmal alle rein. Dann werden wir am Anfang der nächsten Runde dann, nächsten Folge und der nächsten Runde, einen Feldzug ausrufen gegen die Schweden. Wir werden also Vyborg angreifen. Das ist das Ziel. Das liegt schon abgelegen. Und ja, dann möchte ich mich hier von euch verabschieden. Bedanke mich für euer Interesse. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann.